Ja, hey, willkommen, mein Name ist Danny Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir für die Railroad ein paar Aufträge angenommen, eigentlich nur einen, und uns im Hauptquartier mit ein paar Leuten unterhalten, weil irgendwann müssen wir ja auch mal machen und da war gar nicht ein anderer Erwachsener, aber Deacon. Hey, na? Und ja, jetzt sind wir über eine andere Quest gestolpert, und zwar das Seeungeheuer. Oder da gibt es Monster. Das Bild. Und das mit dem, da baut sich was zusammen, ist auch irgendwo hier, merke ich gerade. Also ja. Hi, wie geht's, ne? Komm schon, Seeungeheuer. Ich weiß, dass du da bist. Okay, guck mal, was Ich es mit den weiß auch, dass Seeungeheuer es auf noch sich hat. andere Seeungeheuer gibt. Wie soll ich darüber kommen? Schwimmen, ja, ist klar, aber. Das. Gucken wir mal. Was zum Teufel? Was zum Teufel ist das? Ich weiß, dass ich es gesehen habe. Ja, dann ist es doch. Nur soll ich davon hier abschließen? Das sieht aus mechanisch, ehrlich gesagt. Strahlung, Strahlung. Okay. Macht mir ein bisschen Angst, was das ist. Was auch immer es ist. Ich hätte offscreen vielleicht nochmal kurz. Ich wollte auch offscreen erstmal kurz weggehen und einen Fat Man mitnehmen. Weil sicher ist sicher, aber. Geschafft. Nee. Lass mal erstmal. Da kommt doch bestimmt irgendwas Großes oder so. Ja, guck mal. Kann aber nicht VHTS benutzen bei dem Teil. Ist ein U-Boot oder was? Ja, das wäre meine zweite. Wäre meine zweite Vermutung gewesen. Yangtze entdeckt. Okay. Wer ist da drinne? Kaum zu glauben, dass das hier immer noch funktioniert. Hi. Hallo. Ich hab dich am Dock mit Junge reden und hier rausschwimmen sehen. Du bist fähig, aber keine Gefahr. Nein, kommst du in Hilfe? Frieden? Warum sind eigentlich mal Ghoul in solchen komischen Sachen hier gekleidet? Ein Ghoul! Wer bist du? Zhao, Captain von chinesischer Marine. Ich fahre Yangtze 31. Mein Chanting. U-Boot. Mein schönes Boot. Über mich kannst du von mir aus schlecht reden. Aber nicht über meine Yangtze. Behandle sie mit Respekt. Was machst du hier? Der Krieg ist vorbei. Lange. Und auf meiner Yangtze ist kein Bao. Nein, Schatz. Nichts zum Plündern. Stirb, Rotha, wat? Ich würde nur gern wissen, wer du bist. Ich plündere nicht. Versprochen. Ein Pirat oder Raider hätte längst angegriffen. Ich akzeptiere dein Goshi als Wahrheit. Du bist gutes Xing Yun für mich. Ich brauche Hilfe, weißt du. Yangtze ist nicht seetauglich.
Hilfst du mir bei Reparatur? Hm. Ich stehe dir zu Diensten. Ha! Ja, danke, Scheiße, mein Freund. Aber erstes Problem. Yangtze hat keinen Strom. Aber wenn wir Reaktor zum Laufen kriegen, hätten wir genug. Da ist, Dämpferspule kaputt. Schwerer Schaden. Ich brauche neue Spule. Ich habe Informationen. Geheim. Aus Krieg. Dämpferspulen gibt's bei Sorgus Ironworks. Ah ja, Captain. Ich besorg sie für dich. Ich bin nicht dein Captain. Nenn mich nur Sao. Geh los. Besorg Dämpferspule. Ich repariere. Wir haben noch keinen Ghoul als Verbündeten, fällt mir gerade auf. Ein Ghoul fehlt uns noch, ne? Da lohnt sich nicht mal das Aufheben, Boss. Oh doch. Mit diesem Schrott tue ich übermächtige Waffen und sowas verbessern, ne? Also halt die Klappe. Und hört auf, hier andauernd hier in Frage zu stellen, weil ich aufhebe, Mann. Ja. Jeder einzelne von euch. Ja, ich muss noch gucken. Wir looten. Vielleicht gibt's ja hier was Schönes. Eine schöne Wackelpuppe. Chinesisches Offiziersschwert, ja. Die Chinesen kommen auch oft in Fallout-Spielen vor, hab ich das Gefühl. Einziger war, wo ich in Fallout 3 hier so ein U-Boot reingehen musste, war ein Add-on. Da war irgendwie so ein Auftrag für so einen chinesischen Kommunisten, glaube ich, angenommen, der schon längst tot war. Man hat eigentlich sozusagen den Auftrag für den gemacht. Ja, und dann am Ende eigentlich vergiftet zu werden. Was man aber überleben konnte. Feinde? Wo war hier ein Feind? Wahrscheinlich darf ich hier an einigen Orten nicht rein, sonst geht der Typ auf mich los, ne? Irgendwie so, das ist bei mir nicht mal auch so. Na, wo ist denn dieser eine Ort, wo ich hin muss? Ich gleich mal gucken. Na, lass mal erstmal. Wir werden ja wohl noch öfter hier reinkommen. So, jetzt können wir den Jungen bestimmt sagen, dass er hier ein U-Boot ist, ne? Oder ihn bestimmt anlügen, dass er hier doch ein Monster ist. Irgendwie sowas bestimmt. Mal gucken. Aber habe ich eigentlich hier gar keine Zeit mehr. Ich soll irgendwie voll die anderen Sachen machen. Hey! Da ist die SS oder USS Constitution. Das Schiff mit den Robotern. Haha. Was? Quatsch, Spiel hat so viel Macken, ne? Oh, was? Angel, her damit. Wo denn die da? Scheint hier in der Nähe zu sein. So. Ey! Wie du ziehst dich aus, wenn ich dich hingucke.
Donnie. Hast du gegen das Monster gekämpft? Ich habe gar nichts gehört. Es hat mich verschluckt. Dann habe ich sein Herz rausgeschnitten. Wow, wie cool ist das denn? Da hätte ich gern zugeschaut. Von hier aus kann man kaum was sehen. Also dann, danke fürs Erlegen. Ja, kein Problem. Ja, lassen wir ihn in seinen Glauben. Sehr viel Vorkriegsgeld. Oha. So, ist die Mission direkt hier? Ne, hier ist die Braumaschine. Okay, kann man das hier auch machen, oder was? Wo ist denn das? Was ist das hier? War so voll weit weg, ne? Oh ne. Oh, bitte seh mich nicht. Ich habe keine Lust gegen. Boah, kommt hier der. Overkill. Oh Mann. Ich sollte nicht mit der Mafia schießen, ich habe keine Munition gleich mehr. Da. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss du dich. Und du. So, so muss das. Ja, 10 mm fällt mir gerade ein. Ja, die konnte ich mal benutzen. Ich habe voll viel Munition damit. Außerdem ist sie gut zum Treffen. VTS. Wir arbeiten mit einem Leichenauszug. Könnte funktionieren, oder? Entschuldigung, was? War zu sehr damit beschäftigt zu töten. Ja, wir sind Mini-Atombomben. Das Gefühl, hier läuft jemand mit so einem Fatman rum. Absalom, was? Komm mal her. Hand. Warte, ich komme auf dich zu. Ich habe jede Menge Munition und es gibt nichts, was ich lieber mache. Was? Munition zusammen, oder was? Schlitz, Schlitz hier. Mit deiner Munition weg. Mein Gott. Wo ist er voll drauf? Das ist doch nie passiert. Oh, wie konnte das denn passieren? Ja, das war einfach. Absalom erledigt. Für so einen Typ mit Namen war das ganz schön läppisch. So, Baumaschine. Weiß nicht, ich kriege auch irgendwie so Schaden mehr, wenn ich ein Level up hab. Boah, geht mir weg. Was? Da stand gerade Hilf und dann stand da direkt abgeschlossen. Was ist das? Okay. Soll mir nicht groß zu sein, ja. Was? Was? Bei den Haufen geschossen. Können meine Gefährten mal aufhören, in letzter Zeit andauernd ihre Dinge zu wechseln? Ihre Waffen? Hey, wer ist da?
Niemand. Warum hast du jetzt übrigens wieder? Warum hast du jetzt schon wieder deine Klamotten gewechselt? Was macht der Typ? Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Hast du das von der Bintan-Brauerei gehört? Schritt, Schritt, hi. Gehörst du zu mir, Mann? Also ich bin Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt voll stark. Ich ein höheres Level bin oder was? Ich glaube, ich mache jetzt auch mehr Schaden. Cool. Als was. Man, jetzt ist ja alles durcheinander. Ein Stuhler? Ne, das ist eine Tür. Man, jetzt kannst du jetzt ja alles suchen. Psst, sei ruhig, ich will looten. Wie so ein Flamingo, ah? Wo kommst du denn her? Ich komm doch von da. Was? Oh, ich bin blind. Okay, rein da. Das wär's. Hallo. Mega Hack. Boah. Ja. Tilt den Source Code zum Hacken von Scheinwerfern. Okay. Für alles irgendwie aus. Ich wollte heute eigentlich Proust lesen und dann wird mir wieder alles ruiniert. Ja. Wie soll ich ihn von da treffen? Das wird enden wie immer. Genau so. Boah, hält der viel aus. Eine Power Armor an oder ist das so eine Raider-Rüstung? Boah, dauert aber ewig. Bams und. Uff. Wow. Hat viel Schaden. Bang, 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 bang. Uff. Mit einer 10mm Pistole habe ich den riesigen Raider hier in Stücke geschossen. So, ich brauche ein paar Bälle hier. Da lohnt sich nicht mal das Aufheben, Boss. Was? Warum? Raider haben Probleme. Okay. War da jemand? Ah.
Ha. Schön. Ich kann noch eine Menge mitschleppen, merke ich gerade. Ich warte immer noch irgendwann darauf, dass ich hier jemanden finde, der was mit den Silver Sword Kamotten hier was anfangen kann. Weil ich kann ihn nicht aus meinen. Warte, so. Wenn jemand irgendwie gegen das Loch da trifft oder was dann explodiert hat. Boah. Weil ich trage schon die ganze Zeit hier die Klamotten von diesem Silver Shroud Superhelden. Und, ich kann ihn nicht aus dem Inventar rauslegen. Die wiegt zwar nur eins, aber trotzdem. Will mal langsam loswerden. Und das Gewehr von dem. Ich würde mal gerne irgendwann loswerden. Was weiß ich. Was? Cool. So. Was? Ist einer da. Ja. Was? Muss ich schnell. Puff. Wir auf jeden Fall häufiger. Also gewinnen. Ja. Patrick's Terminal. Dichtungen. Ja, das ist der dritte Satzdichtung, der in diesem Woche geplatzt ist. Der ganze Scheißding ist wieder voll mit Maischwasser. Oder Maischewasser. Das wäre, wie, ach ja, das ist eine Brauerei, ja, okay. Okay. Und ich kann nicht. Brauerei, Roboter. Wie schön. Oh cool. Sauf, Kumpan, was? Sequenz, unbekannte Hardware entdeckt, Hilfs BIOS entdeckt, Schreibe Betriebssubroutinen, Mikrobraugeräte betriebsbereit, interner Abfüllmechanismus betriebsbereit, Ausgabemechanismus betriebsbereit, Suche Brausubroutinen, Holoban für Winnepate entdeckt. Startsequenz abgeschlossen. Gebe Probe zur Abnahme durch den Techniker aus. Wie würden Sie die bereitgestellte Probe beschreiben? Kalt und erfrischend. Weißt du, wie lange ich schon kein kaltes Bier mehr hatte? Sehr gut. Anscheinend sind meine Funktionen optimal kalibriert. Sollen wir mit der Auslieferung an das Hotel Rexford beginnen? Behalt den Saufkumpan für mich. cool. Für wen habe ich das nochmal angenommen? Nein, noch nicht. In Ordnung, erwarte Befehle. Für wen habe ich die Mission nochmal angenommen? Kann man.
Guck mal noch mal hier. Zum Hotel Rexford, okay. Hotel Rexford. Eigentlich trinke ich halt nicht. Stärke, Charisma und Intelligenz minus. Boah. Schwierig. Hey Kumpel. Also was? Roboter ist ein nationales Kulturgut. Ich behalte dich. Ich habe beschlossen, dich selbst zu behalten. Verstanden. Sind Sie bereit, den Parameter festzulegen? Was meinst du mit Heimat? Der Standardort, an dem ich mit dem normalen Betrieb beginne. Heimat kann nach Beginn. Aha. Sind Sie bereit? Bin bereit. Sehr gut, wählen. Okay, du kommst jetzt natürlich zur Red Rocket Raststätte. Tu's. Parameter angenommen. Beginne Überstellung. Ich kann ihn immer noch einschicken, okay. Schick den Saufkopf zu Hotel Rexford. Okay. Schicken wir dich erstmal zu mir hin und dann gucken wir mal. Na, lass mich raus. Danke. Boah, wäre doch geil gewesen, wenn ich einen eigenen Saufkumpan hätte. Ja, so geil. Aber anscheinend bringt das nichts. Schade. Vor allem die Mission ist dann die ganze Zeit noch offen. Also ja, gucken wir mal, wie sich das ergibt. Muss ich auch sagen, den wir ja auch sind, würde ich dann den Part beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.